Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cities in Motion 2 in der Retro-Let's Play-Serie. In der letzten Folge haben wir ja eine Straßenbahn eingerichtet. Ich sehe auch gerade, da haben wir noch eine Haltestelle vergessen. Ja, und jetzt lassen wir das Spiel erstmal wieder ein bisschen laufen, weil hier haben wir ja auch das komplette Liniennetz umstrukturiert. Ach, wir müssen noch Straßenbahn kaufen. Ja, da kaufen wir. Die kaufen wir drei, vier Stück von. Neue Aufgabe. Ach, da unten eine Linie wieder einrichten. Ja, okay, mach mal. Ja, 650 wollen viele mitfahren. Ja, okay. Dafür, dass es so ein kleiner Bus ist, hat er sehr viele Leute mit. Die Quartierslinie kommt schon mal super an. Ich glaube, da müsste er sogar einen Stundentakt machen, weil ein 2-Stunden-Takt ist einfach viel zu wenig. Wie geht's in unseren neuen Schnellbus hier? 953 wird die angenommen. Es fahren zumindest noch Fahrgäste mit. Aber rentabel ist die Linie auch nicht. Da wollen wirklich viele mitfahren mit der 650, mit der 650, aber auch hier die 653. Ja, das fahren eigentlich sogar viel zu kleine Busse drauf auf der Linie. Kann man hier nochmal. Ach, können wir uns nicht leisten, ne? Könntest du dich jetzt einleisten, dann müsstest du nochmal einen Kredit aufnehmen. Nochmal 5 große Fahrzeuge und 2 kleine neue dazu. Oh Gott! 643 wollen auch viele mitfahren. Dafür wollen wir dann kaufen wir da nochmal 3 Busse, 3 kleine und 3 größere. Wie lange fahren sie denn häufiger? Oh Gott, da kommt noch so ein Minibus. Es ist 18 Uhr. Eigentlich könnten wir dann mal grundsätzlich hier auf einen Halbstundentakt gehen und die halt Verstärkerfahrt noch ausnehmen. Jetzt 51 lassen wir dann grundsätzlich Halbstundentakt fahren. Da kommen die Verstärkerfahrten raus. Ja, die 643. Die müssen wir häufiger fahren lassen. Das Stundentakt.
Jetzt zusätzlich in der HVZ. Ach, Schaden. In Halbstundentakt. Haben wir dann auch mal beliebige Fahrzeuge, dass da auch mal. Bei der Linie machen wir in der Woche beliebige Fahrzeuge. Boah, dann fährt die jetzt öfters. Noch mit beliebigen Fahrzeugen. Nehmen wir auch Berufsverkehrsfahrt mit hinzu. Auch in beliebiger Größe dann. Dass er sogar dann bis abends durchgehend so fahren. Oh, ich muss die Zone noch mal neu aufteilen. Das hier wird alles noch mal. Oh, dass das hier B ist, ist okay. Oh, noch mal deutlicher. Das hier ist die Preiszone. Eigentlich könnte ich das auch noch diese Preiszone machen, weil hier fährt sowieso nur zwei Linien. Das hier nehme ich die Zone. Da fährt ja eh noch nichts hin. Dass sie bleibt halt diese Zone. So, jetzt die Zone mal wieder ein bisschen angepasst. Ah ja. Bräuchte man eigentlich nur eine Stichlinie einführen, wa? Hier 901. Aber hier müssen wir auch das Liniennetz definitiv neu sortieren. Haben wir noch Zeit dafür? Haben wir. Die 430 die Zubringerlinie, ne? 403. Ich komme da immer dadurch schon an. 403 oder 404. Ja, 403 bleibt als einziges, 402 weg, 404 weg, 405 weg und halt der Schnellbus bleibt. Heute bauen wir das Netz hier mal neu auf. Gibt es auch hier neue Nummern? Das heißt 700er Nummern, 732 Euro an. Da fängt die. Das Einzige, was wir an den Schnellbus noch ändern, sind nicht mehr hier.
ändert. Hier anfängt und auch endet. Das Einzige, was er hier ändert. Ja, 732, die fährt. Hier, 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 und dann geht's so zurück. Busbahnhof an. Dann hier, hier, hier. Hier, und dann geht's für die hier rüber. Wird es so zwei Ringlinien, die hier das Zentrum anbinden. Das hat die 7, 7, 8, fährt in 1,5 Stunden-Takt fahren die Linien. Machen den reichen Stundentakt. Beginnt es auch hier am Hauptbahnhof, aber da brauchen wir jetzt neue Haltestellen. Fahren wir hier lang. Hier. Hier. Hier geht's hier, hier. Ich fahre hier jetzt von der Verbindungsstraße, die bauen wir uns auch. Fahren. So, dafür kommt die Haltestelle weg. Hier neue hin. Ja, dann fahren wir hier durchs Stadtzentrum. Jetzt fahren wir hier die Straße ab. Und tauschen sie durch eine neue. Hier lang, hier lang, hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Hier die alte Stelle brauche ich neu. Hier lang, hier lang. Sie unter der Brücke lang, wenn ich das treffe. Hier lang. Eigentlich könnte man auch hier, hier und hier. Das war natürlich gegen Richtung die 7, 7. 9. Wird um eine Viertelstunde versetzt. Ach, haben wir die.
4. Bup. So. So, dann haben wir die Linien hier auf jeden Fall neu geordnet. Für 3 haben wir ja gesagt Bleit. Gibt es halt nur so 2 City-Linien, die hier anfangen und dann direkt rüberfahren. Das sind dann die Linien, wie nennen wir die denn? Wir haben die 100 halt noch nicht belegt, ne? Dann ist das die A12, das ist sie. Hier ist nur die 12, das ist dann die C12, wenn er die dann fährt in 1,5 Stunden hat und zusätzlich zur Verkehrszeit auch in 1,5 Stunden hat. Halt. Hier und fahren dann hier und dann halten sie wirklich erst wieder auf der anderen Seite. Das sind halt solche City-Linien. Jetzt direkt wieder hier hin. Gibt es dann noch das Pardon, die 13, also die C. 13. Und auch hier, auch erst hier und dann geht's rüber. Das nehme ich, fährt nehme ich dann jetzt hier hin. Dann gibt es noch die Linie auch neu. Linie 14, Linie 54, das sind die R54, Regionalbusse 54, fährt in 2 Stunden Takt. Zusätzlich gibt es dann Stärkerfahrten zur H14. Hier und fährt er direkt hier hin, fährt er hier ins Industriegebiet auf den direkten Weg. Das ist halt der Regionalbus. Jetzt kriege ich das hier noch anzuschießen. Das war jetzt noch in der Folge die neue Linie. Direkt so wie wir 400 haben, 400 hat. 1, weil wir machen es doch nicht mehr in der Folge. Sondern als kein Cliffhanger. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich alles Liebe, was Gute macht. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.